Wärmesuchend, Autohacker nehme ich auf jeden Fall. Antipersonen ist auch immer ganz gut. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Was? Okay, hier ist also geistmäßig irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben, aber gehört haben. Sind das Erinnerungen? Sind das die Geister, die mit uns sprechen wollen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Beste Jitten. Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Interessant, interessant. Also die ist wahrscheinlich schwanger von ihm geworden. Und das darf natürlich nicht sein, so eine große Größe wie Mr. Ryan. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Rodriguez. Zu denen er mit irgendwen hält er sich eigentlich. Scheiße. Mist. Bin aber auch echt eine Trantüte. So, Rodriguez hat jetzt aber schon ordentlich was gefressen. Wo geht's denn hier lang? Ich gucke mich einfach nur in Ruhe um. Der ist ja sowieso auf der Flucht. Hack ich mal im Fall, dass irgendwelche Splicer auftauchen, vor mir fliehen können und sich heilen. Das geht ja mal gar nicht. Das sind immerhin gute, teure Munitionsfabrikate, die ich ihm in den Arsch schieße. Okay, das wird ein langer, langer, langer Heckweg. Oh, diese Musik im Hintergrund, meine Güte, da hat mir die andere Musik ein bisschen besser gefallen. Ja, ich bin ja so ein Fan von so alten Sachen. Doch der Grund, warum ich mit meiner Oma sehr gut klarkomme. So, wo ist er? Notschalter, trinken, Mülleimer untersuchen. Nee, da ist nur Alkohol drin. Ich bin im Kampf. Da wurde ich gerade von der Seite angeschossen. Das habe ich schon gespürt. Aber irgendwann muss ich da ja hin. So, das Teil brauche ich. Und jetzt muss ich ganz lang nach rechts. So, 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 so. Jetzt brauche ich noch eine Rechtskurve und dann geradeaus. Das nehme ich auch auf meine Seite. Die Dinger zu hacken lohnt sich einfach zu sehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil die nerven jedes Mal herum. Jedes Mal. Habe ich ja schon öfters gesagt, wenn die mich so abfacken würden, diese Dinger, dann wäre das alles wohl ein bisschen anders dann gelaufen. Und ich müsste nicht so viel hacken. Mensch! Aber da die so abfacken und auch wirklich hammerharten Schaden machen. So, jetzt brauche ich noch so eine Kurve hier. Können wir aber hier richtig loslegen. Wunderbar. Die sind auf meiner Seite, klappt euch doch nicht. So, wieso bin ich denn so langsam?
Das ist doch unglaublich. Die Frage ist, warum bin ich denn so langsam? Auf einmal bin ich so kacklangsam und verpasst schon wieder so eine verdammte Little Sister. Ich bin die Schummelschweine, dann komm doch her, du Lümmel. Ich hab gesagt, dass du stirbst, du Pissnelke. Komm her, komm zu Papa. Hm? Bubi. Du Lümmel. Du bist doch der, der vor mir wegläuft, du Arschkeks. Ah, das mit der Little Sister regt mich natürlich jetzt gerade ein bisschen auf. Ach, und vor allem immer schön hier, weißt du? Du weißt echt nicht, was abgeht. Dabei würde ich gerne in dem Eve's Garden noch mal ein bisschen rumirren. Ach. Na, kommst jetzt mal ein bisschen in die Offensive. Ja, ja. Hallo. Tschüssi. Ich sollte die Stahlbolzen nehmen. Die Brandbolzen sind, glaube ich, nicht mit. Doch, die sind teilweise recycelbar. Super. Trotzdem, ey, ich will diese Kackledel Sistern. Das kann doch nicht sein, dass sobald mich so ein Lümmel sieht, dass ich da so im Arsch bin und so langsam bin. Panzer brechen. Probier's mal damit. Die Frage ist, da muss ich hin. Ich will aber noch nicht hin. Hier. Kann ich da schon hin? Nein. Rapture geht vor die Hunde. Warum? Denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Zweifel an. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Ja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Gut, ich probier's trotzdem mal. Ich muss so schnell wie möglich irgendwas finden, dass ich hier ein bisschen runterkomme. Das da und das da und das da. Nee, das muss hier nach unten. Mach schon richtig. Das muss auch irgendwie funktionieren. Alter Schwede. Das ist unglaublich. Ich will das jetzt hacken. Warum ist es denn so schnell? Super. Dollar, Pistolenmunition und 00 Schrot. Ist schon wieder so scheiß schwer. So, dann nach unten. Hoffe ich, dass das soweit passt.
das dann nach da und nach da. Dann habe ich ein bisschen Zeit, noch so eins zu finden. Wenn überhaupt. Ich... Oh, joi, joi. Panzerbrechen, Verbandskasten. Das ist wieder halbwegs brauchbar. So, jetzt muss ich aber nach unten. So, das muss nach da. Das muss nach unten. Das muss hier lang und dann fertig. Super! Er hat jetzt alles nicht wirklich was gebracht. Ionischer Schrot behalte ich mal. Zigaretten, Kaffee trinken, ja, bringt jetzt alles nichts. Eve's Garden, ich will diese scheiß Little Sister haben, verdammt nochmal. Habe ich noch jemanden gesehen? Na komm her. Mutti. Komm, kriegst einen Stahlbolzen ins Becken. Das hört sich so falsch an. Wie es wahrscheinlich ist. So, ich laufe jetzt hier nochmal in Ruhe lang und gucke mir das alles nochmal ganz schnell an. In der Hoffnung, dass ich da noch einen Big Daddy finde. Was war das denn? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. War das eine schlaue Idee? Ich befürchte nicht. Ich mache die jetzt alle mal kaputt, weil ich befürchte,